Und direkt im Anschluss sind wir natürlich auch wieder da. Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 3. Diesmal habe ich den Stolperdraht entdeckt. Deswegen wird uns hier auch nichts entgegengeschossen kommen. Da haben wir auch schon direkt wieder einen. Zack. Dann könnte nämlich dieses Ding von da oben nicht runter. Da ist jemand. Was geht ab, Bro? Hey, machen Sie mal langsam. Dieser Bereich ist für alle außer die Familie gesperrt. Wo zum Teufel wollen Sie denn hin? Okay, Sprache ist schon mal zu niedrig. Was soll ich nur mit all diesen überzähligen Kronkorken anfangen? Das hört sich nach einem interessanten Problem an. Allerdings. Ich bin gern bereit, Ihnen 100 davon abzunehmen, damit Sie ihn nicht so schwer zu tragen haben. Das ist sehr schön. Das ist sehr hilfreich. Hier, bitte. Wenn Sie dorthin wollen, wohin Sie vermutlich wollen, dann gehen Sie durch die Tür hinter der Ecke. Die Tür wird gleich aufgeschlossen werden. An Ihrer Stelle würde ich mit Vance reden, bevor ich mich umsehe. Sie finden ihn zumeist im Zwischendock mit Blick auf den allgemeinen Bereich. Okay, danke schön. Denken Sie immer daran, dass ich Sie im Auge behalten werde. Das werden wir alle tun. Naja. Aufhören! Was denn aufhören? So, ich möchte mit der Familie natürlich keinen Stress. Das ist ja logisch. Ah, der ist natürlich jetzt hier. Naja, egal. Gut, dann gehen wir mal zur Familie. Hier müssen wir lang. Da vorne sehen wir es schon. So, da oben ist dieser Typ, mit dem wir reden müssen. Diese ganzen Radios hier gehen mir aber mal gerade zuckersüß auf die Nüsse. Ja, ist abgeschlossen. Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Willkommen in Meresti. Jo. Willkommen in unserem Zuhause. Meine Leute nennen mich Van. Ich leite diese Gruppe erschöpfter Reisender und Ausgestoßener, die ein Zuhause brauchen. Welchem Anlass verdanken wir denn die Ehre Ihres Besuchs? Dieser Ort ist so ganz anders als die Ansiedlungen, die ich bisher gesehen habe. Das hier ist die letzte Bastion der Hoffnung für die Unterdrückten und Missverstandenen. Es ist eine Zuflucht für die Unterdrückten und ein Signalfeuer der Zuversicht für die Tyrannisierten. Ja gut, lass mal Vance mal fortfahren. Wir sind die Überbleibsel der Gesellschaft, weggeworfen wie die abgenagten Knochen nach der Mahlzeit eines Jägers. Ich habe meine Herde unter den ausgetrockneten Sand des Ödlands geführt, um sie in Sicherheit zu bringen und ihr meine Lehren zu vermitteln. Wissenschaftler würden uns Kannibalen nennen, Menschenfleischfresser. Die Gesellschaft bezeichnet uns als Monster, Dämonen. Und unreine. Ah ja. Das, woran sie glauben, heißt, dass sie bekehren diese Leute. Ihre Worte zeigen mir, warum meine Leute so viel erdulden müssen. Bekehrung impliziert, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Ich sehe meine Lehren eher als Verbesserung an. Einen Weg, um unsere kannibalische Herkunft zu überwinden. Wenn ich eingesehen habe, dass sie keine Kannibalen sind, wie nenne ich sie dann? Ihre Leute essen Menschenfleisch, Vance, das ist krank. Genug geredet, ich bin hier, um ihre Sippe auszurotten. Nein. Wenn ich eingesehen habe, dass sie keine Kannibalen sind, wie nenne ich sie dann? Eine Aufgabe.
Abgeschlossenheit wie die ihre ist unter Menschen eine große Seltenheit. Ich finde das faszinierend. Diese Einsicht möchte ich mit einer Lektion über Objektivität untermauern. Wir sind keine Kannibalen mehr, sondern trinken nur das Blut unserer Opfer. Wie würden sie uns denn dann sehen? Ich habe keine Ahnung. Dann ist dies wohl ein Rätsel, das Sie selbst lösen müssen. In der Zeremonie müssen alle Familienmitglieder ein Gesetz zitieren. Es ist dann Ihre Aufgabe, sich an die Gesetze zu halten und sie durchzusetzen. Vielleicht verstehen Sie mit diesen Gesetzen, wer wir sind. Kommen Sie zurück, wenn Sie bereit sind. Das ist jetzt mal gar nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Und vor allem weiß ich immer noch nicht, wo der gute Ian West ist. Das ist seltsam. Aber egal, mal gucken, ob man hier... Ich dachte, ich würde jeden in der Familie kennen. Aber sie kenne ich noch nicht. Sie müssen zu Vents Neulingen gehören. Am Arsch. Ich bin selbst erst seit kurzem hier. Bitte helfen Sie mir, Ihre Gesetze zu verstehen. Vents lässt jeden von uns ein Gesetz auswendig lernen. Und bei Versammlungen im allgemeinen Bereich müssen wir es laut aufsagen. Irgendwie unheimlich. Ich musste das vierte Gesetz auswendig lernen. Suchet nicht das Licht der Sonne, begrüßet nur das Schattenreich. Das ist unser Schutz. Alles klar. Ian, was wollen Sie denn von ihm? Er muss mit einem Unbeteiligten reden, um sich ein Bild machen zu können. So habe ich das noch nie gesehen. Ich denke, er sollte eine Chance bekommen, mit jemandem wie Ihnen zu sprechen. Hier ist das Kennwort für seinen Isolationsbereich. Erwähnen Sie aber Vents gegenüber. Auf keinen Fall meinen Namen. Sehr schön. Hätten wir das also schon mal geklärt. Ich muss jetzt gehen. Ich verstehe. Tschüss. So, wollen wir mal direkt hier mit dem Nächsten reden? Ich glaube, Sie habe ich noch nicht getroffen. Ich heiße Alan. Was wollen Sie denn? Nicht viel. Bitte helfen Sie mir, Ihre Gesetze zu verstehen. Oh, warten Sie. Vents sagte mir, wenn ich an die Reihe komme, sollte ich etwas Bestimmtes aus seinen Lehren aufsagen. Ach ja, das dritte Gesetz. Beköstigt euch nicht zum Vergnügen, beköstigt euch nur zur Erhaltung. Das ist unsere Würde. Schon fast vergessen. Okay. Ich muss jetzt gehen. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ey, ich weiß, dass das hier Vampire sind. Aber mein Charakter ist da noch ein bisschen zu dumm für, um das zu verstehen. Du gibst mir Geld und ich schenke dir meine Zeit. Moment. Ich bin überrascht, dass du mich nicht kennst. Ich heiße Brianna. Ich... kümmere mich hier um die Männer. Jedenfalls um die Junggesellen. Da liegt Altmetall. Bitte helfen Sie mir, Ihre Gesetze zu verstehen. Wenn wir uns alle im allgemeinen Bereich versammeln, hält Vents seine Vorträge. Jeder von uns muss dann ein Gesetz zitieren. Mein Spruch lautet, empfanget nicht das Kind, empfanget nur den Verbannten. Das ist unser Schicksal. Irgendwie wunderschön, nicht wahr? Naja, ich weiß ja nicht. Ja, macht gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo dieser Isolationsbereich ist. Ich will hier erstmal ein bisschen umgucken. Ich glaube, ich kann nämlich dann die Quest direkt abschließen. Hier ist noch ein Shop, den schauen wir uns auch mal an. Ich hatte schon lange keinen Kunden mehr. Der letzte war ein bisschen arg durchwachsen. Wissen Sie, was ich meine? Nee, nicht unbedingt. Bitte helfen Sie mir, Ihre Gesetze zu verstehen. Wenn Vents auf diesem Balkon steht und wie ein Prediger loslegt, würde ich am liebsten kotzen. Aber wenn ich meine Vorräte aufstocken will, brauche ich seine Genehmigung. Und darum habe ich sein fünftes Gesetz auswendig gelernt. Tötet euch nicht gegenseitig, tötet nur die Feinde. Das ist unsere Gerechtigkeit. Ziemlich bescheuert, wenn Sie mich fragen. Alles klar. Kann ich mal sehen, was es hier so gibt? Mit den nötigen Kronkorn... Jaja, bla. So, dann wollen wir erstmal gucken, dass wir so ein bisschen Kram mal wieder verticken hier. Cherry Bombs kann er haben. Das kann er haben.
Medex. Da, 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 da. Weiß ich nicht. Behalte ich lieber mal. Splittermin. So. Ja, 10mm Pistole ist auf jeden Fall wichtig. Die Kampfflinte. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Noch eine Laserpistole. Ein Raketenwerfer. Und ein Sturmgewehr. Okay. Hat der was von Hilfe? Vielleicht Stimpaks? Boah, der hat 37 Stimpaks. Dann muss ich aber gucken, ob ich noch irgendwas verkauft kriege. Mal die Nuka-Cola. Dann werden wir uns 4 nehmen. Was denn mit Munition? 10mm Schuss. Was braucht denn... Wo ist... Ja, okay, das passt. Schrotpatron. Jetzt muss ich aber gucken. So, das kann er haben. Schmutzige Wasser. Den Motorradbenzintank. Ich will nicht zu viel hier lassen. So, die Pfeile behalte ich. Ja, okay. Danke. Machen wir es so. Okay, ich muss jetzt gehen. Ja, es ist kein Grund, direkt so frech zu werden. So, können wir direkt nochmal ein bisschen reparieren. Habe ich hier ist die Kampfflinte, die Laserpistolen, die Raketenwerfer und das Sturmgewehr. Ah, sieht doch gut aus. So, die haben wir auf jeden Fall alle bequatscht hier. Du gibst so viel und bekommst so selten was zurück. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Hallo. Haben wir mit Holly schon gesprochen? Nee, ne? Ich glaube, wir wurden uns noch nicht richtig vorgestellt. Ich heiße Holly und bin die Frau von Vance. Bitte helfen Sie mir, Ihre Gesetze zu verstehen. Wenn wir unsere Zeremonien abhalten, muss jeder von uns eines der Gesetze zitieren. Ich zitiere das erste Gesetz. Ergötzt euch nicht am Fleische, ergötzt euch nur am Blut. Das ist unsere Stärke. Ja. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Jetzt haben wir fünf oder sechs Gesetze haben wir schon gehört. Das können wir alles nicht öffnen. Wir können was aus dem Kühlschrank nehmen. Da war eine Zuckerbombe mit bei. Schwertschrank, normaler Kleiderschrank, ah, dann bedienen wir uns halt mal ein bisschen hier dran. So, da vorne ist das Terminal. Mal gucken, ob das das Richtige ist. Sieht aber danach aus. Tür des Sicherheitsbereichs aufschließen. Tür entriegelt. Da ist Ian West.
Das ist jetzt erstmal egal. Wie? Was wollen Sie? Ich habe nach Ihnen gesucht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Bestimmt ist Evan King jetzt ganz schön wütend. Ich wette, dass er alle Bewohner der Stadt nach mir suchen lässt. Er ist schlimmer als meine Eltern. Tut mir leid, Ian, aber Ihre Eltern sind tot. Glauben Sie denn, ich wüsste das nicht? Glauben Sie, ich wüsste nicht, was ich getan habe? What the sh... Okay, Sie wirken sehr bekümmert, Ian. Was haben Sie getan? Ich habe sie getötet. Meine eigenen Eltern. Es war der verdammte Hunger. Diese Sache, die mich schon mein ganzes Leben lang verfolgt. Sie müssen mich für ein Ungeheuer halten. Ich geb's auf, dann bleiben sie eben hier und heulen weiter. Ian, auch ich kenne den Verlust. Es tut weh, aber da bleiben bringt auch nichts. Da ist etwas in mir. Etwas total Krankes. Ich bin ein Mutant. Ein verdammter Freak. Die einzige Person, mit der ich jemals sprechen konnte, war meine Schwester Lucy. Und die ist weg. Niemand kümmert das einen Scheißdreck, was ich mache und wer ich bin, außer Vance und die Familie. Verstehen Sie das denn nicht? Lesen Sie, es ist ein Brief von Lucy. Bestimmt werden Sie Ihre Meinung ändern. Sie vermisst Ihre Familie wirklich sehr und fragt hier drin dauernd nach mir. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht hierher kommen sollen. Ich wette, Lucy fühlt sich genauso mies. Sagen Sie Vance bitte, dass ich meine Entscheidung getroffen habe. Ich werde heim nach Arfu gehen. Hoffentlich sehe ich sie dort auch. Ich packe nur schnell meine Sachen zusammen und verabschiede mich. Dann gehe ich. Sehr schön. Ians Entscheidung mit Vance besprechen. Ach komm, hör auf zu heulen. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Es könnte natürlich noch etwas schief gehen hier, aber... Wie ich höre, haben Sie trotz meiner Warnung beschlossen, mit Ian zu sprechen? Wie auch immer. Ich will immer noch wissen, worüber Sie gesprochen haben. Ist er zu einer Entscheidung gekommen? Ian hat sich entschieden, die Familie zu verlassen. Bevor wir über Ian sprechen, da ist noch die Sache mit Arifu. Fahren Sie fort, solange Sie dieses Maß an Höflichkeit aufbringen. Intelligenz, es muss eine andere Blutquelle geben, die Sie am Leben halten kann. Vor vielen Jahren habe ich überlebt, indem ich frische Blutpakete getrunken habe, die ich mir aus Krankenhausruinen besorgt hatte. Das Problem dabei ist, dass es nur sehr wenige von diesen Blutpaketen gibt. Irgendwelche Vorschläge? Arifu spendet Blutpakete und als Gegenleistung beschützen sie sie. Die Leute von Arifu spenden Blutpakete und sie lassen sie dafür in Ruhe. Einverstanden. Bringen Sie Ihren Vorschlag bitte nach Arifu. Reden Sie mit ihnen und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir gezeigt haben, dass Ihre Art doch vertrauenswürdig sein kann. Diese Lektion werde ich niemals vergessen. Und was ist mit Ian? Wofür hat er sich entschieden? Ian hat sich entschieden, die Familie zu verlassen. Es betrübt mich zutiefst, ein Mitglied meiner Herde zu verlieren. Aber ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich hatte lediglich versucht, ihn zu führen. Wie es scheint, liegt diese Verantwortung jetzt bei Ihnen. Ich hoffe, Sie werden mehr Erfolg haben. Bitte nehmen Sie das hier. Betrachten Sie es als Entschuldigung für die Qualen, die Sie auf sich nehmen mussten, um den Ort hier zu finden. Tschüss, Mensch. Unsere gemeinsame Zeit war recht lehrreich. Oh yeah, das nenne ich mal echt geil gelöst. Aber das war's für diese Folge. Wir haben so ein bisschen die Vampire kennengelernt. Und in der nächsten Folge werden wir uns noch zurück nach Arifu begeben und die Sache mit dem guten Evan King bereden. Vance, es war mir ein Vergnügen. Macht es gut. Ja.